Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück bei Stranded Deep. Die Hotfix-Version, die zweite Folge ist es, glaube ich. Ja, genau. Zweite Folge. Zweite Folge. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier heute noch so reißen können. Ja, fangen wir an, ne? Ich würde sagen, ja, ja. Letztes Mal haben wir die Hütte recht gut fertiggestellt gehabt. Naja. Ja, wir nennen es Terrasse. Dahinter okay. Kommt noch ein großes Anwesen. Wir werden die Erde planen, wir werden die Insel planieren. Natürlich, planieren, Parkplätze bauen und Supermärkte. Richtig. Ja. Das Erste, was der Mensch tut, ist natürlich den Betreiber zu steuern. Genau, so ist es. So, jetzt muss ich erstmal mal kurz gucken, hier in der Steuerung. Müssen wir mal reinfinden. Entschuldigung dafür. Ja, was machen wir zuerst? Machen wir unsere Hütte fertig? Guck mal erstmal, wie viel Essen wir haben. Oh, ich habe gerade den Hammer weggeschmissen. Nee, das war ja sogar die Axt. Das ist voll der Grobmotoriker. Ja, ich bin ein richtiger Grobmotoriker. Vor allem, weil das Mikro mega im Weg steht hier. Auf E nehme ich es auf, ne? Ja. Okay. Ach, so, jetzt halt mal F gedrückt. Was? Ja, F. Genau. Ich muss immer so ein bisschen zur Seite gucken, nicht wundern. Wir haben nur ein Mikro. Ja, das ist das Problem. Ja. Wir haben zwei Wörter auch so. Ja, also ich würde sagen, wir essen erstmal was schnell. Ja, mach mal. Ich hole mir eine Kokosnuss. Und daraus bauen wir dann später einen schönen BH. Ja, den du kriegen wirst. Und noch einmal, genau. Jetzt war das E, Inventar und ah ja, genau. Und Süppel. Und Kuva wegschmeißen, ne? Genau. Ja, ja. Ja. Das muss er natürlich. Schade, dass er die Axt nicht wieder automatisch ausrüstet. Dong. Dong, ja, du kannst auch mit dem Mauskarten nehmen, du kannst auch mit den Tasten oben suchen. Ja, die sehe ich noch schlechter. Das ist echt ein bisschen suboptimal, wie wir das hier aufgebaut haben. Aber wir kommen. Ja, wärst du gut, dann wüsstest du auch aus, wenn die guten Tasten sind. Er nun wieder. Ja. So, haben wir unsere Kokosnuss gebissen, als irgendwie ein Apfel. Ah, guck mal, beste Gesundheit, einen kleinen Kratzer. Später ist das genau. Naja, die paar Minuten mehr oder weniger machen es auch nicht dick. So. Ja, wir haben ein paar Motorteile. Stimmt, machen uns nicht dick. Weil die ist schon zu spät. Ja. So lebe ich, so muss ich arbeiten, das stimmt. Ja, wir haben einen Fulltank, eine Taschenlampe und zwei Airtanks zum Tauchen. Ja. Waren wir schon bei diesem Schiff? Bei dem großen waren wir. Da waren aber noch eins. Da links. Waren wir schon? Da waren wir schon. Aber da hinten war eins, ne? Ja, irgendwo da hinten okay. War noch. Ich laufe jetzt mit Absicht nicht schnell, weil ich der Meinung bin, dass man dann. Wir könnten uns mal auch noch schwer bauen. Das können wir machen, ja. Falls, falls Dr. Hai vorbeikommt und uns als Happy Meal möchte. Richtig, ja. Dann brauchen wir einen Stein, zwei Sticks. Und. Haben wir noch Stickies? Nö, haben wir nicht. Doch, zwei. Ach, Mensch! Das habe ich extra so hingepackt. Ja, natürlich. Ich mache wieder Bio-Leck. Immer was vorbereitet. Ja. Aber wir müssen noch den Stein kaputt schlagen. Bio-Leck mich am Arsch. Ja, müssen wir. Ja. Siehst du? So. Den da auch noch rüber und dann haust du drauf. Mit der Axt. Axt. Also, die ist auch fast im Arm kaputt. Down. Ich glaube, du musst weiter runter, oder? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss weiter runter, habe ich doch gesagt. Ja, Rockshark. Rockshark. Ah, nee, kann ich ja liegen lassen, ne? Ja, kannst du eigentlich liegen lassen. Ja. Ich muss immer so ein bisschen gucken. Ich sitze nicht so oft an der Tastatur. Sorry dafür. Ah, ja, gut. Genau. Dafür spielen wir es ja aber together. Wen spielen wir? Together. Ah, together? Together. Together. Okay. Wir brauchen noch ein Band. Das heißt Lashing. Ein Seil. Haben wir sowas? Rechts von dir. Rechts von mir? Rechts von dir. Links von dir. Rechts. Ja, links, was ist denn jetzt? Links, wo denn? Das liegt da. Ach da! Hab's nicht gesehen. Ja, okay. Das pack ich da hin, ne? Ja. Und das kann. Soweit. Entschuldigung für diesen kleinen. Schwarzlitzer. Das ist nicht nett. Ich weiß. Soll es auch nicht sein. Ah ne, so, ne? Halten. Ja. Clue. Spear. Britney Spear. Oh. Ja. Das nennt man dann, wenn sie von einem Eingeborenen aufgespießt wird. Den kleinen, den links davon mal liegen, das ist ja egal. Ja, okay. Damit können wir auch Fische fangen, ne? Hast du schon gesehen? Ja. Ja, ja. Ich glaube, diese ganz kleinen Fische, die kann man auch roh essen. Mhm. Ist ja wie Sushi. Die können Japaner liefern sich, ne? So Ching-Chang, Ting-Tang, so, wo war hier jetzt noch ein Wrack außer neben mir links? Links von mir, okay? Links. Da will ich nicht reintauchen. Also, wenn ihr das wollt, bitte ich nicht. Nee, guck mal links. Ich war erst krank. Ich glaube, hier hinten war das doch, oder? Da war der Gamer. Ja, da war ja, was. Ja, da hinten. Da sieht man das. Epileptik, aber happy. Hier liegen auch noch Lashings. Ja, die lassen wir mal schön liegen. Warum? Sammeln. Haben wir jetzt, warte mal, haben wir genug Platz im Inventar? Ja, haben wir. Na gut. Haben wir. Im Notfall schwimmen wir zurück und schmeißen wir auch. Hier waren wir schon, hier waren wir schon drin. Da haben wir die Taschenlampe, glaube ich, gefunden in der letzten Folge. Genau, und jetzt heißt es schwimmen. Los geht's. Einfach schwimmen. Findet Nemo, ja, rettet die Wale. Ja, wir schwimmen erstmal. Aber gleich wieder die komische Musik. Das ist natürlich jetzt total praktisch, dass wir den Fernseher auf laut haben.
Warum? Und dann auch eventuell die Töne vom Fernseher mit auf dem Mikrofon haben. Ist das gut oder schlecht? Das wird sich dann in der Aufnahme zeigen. Tut uns auf jeden Fall schon mal leid dafür, dass der Ton jetzt versaut ist, aber ich habe vergessen, die Kopfhörer reinzustecken. Ach stimmt, ich habe keine Kopfhörer auf. Ja, das fällt mir jetzt erst auf. Ja, mir auch. Beide ich lieber von Heiko. Ach, Haie sind unsere Freunde. Kein Futter. Ah nee, das war anders. Ja, das war anders. Ist ja ein fettes Schiff. Er soll ja jetzt auch Wale geben. Ja, sieht man. Wo denn? Ich weiß nicht, was er meint. Vor dir. Das so, aufpassen, dass wir jetzt hier keine Seeigelvergiftung bekommen oder so ein Scheiß. Ach ja. Beeil dich. Denk an die Luft. Ja, ja. Wir haben ja Airtanks, ne? Wir hätten ja. Maustaste. Geht nicht, okay. Nächste Tür. Wir hätten ja Airtanks mitnehmen können. Deine Luft geht langsam zu Neige. Ja, immer mit der Ruhe. Wir haben noch genug Luft. Ich habe da schon mal so ein bisschen geguckt, wie viel Luft man hat. Also man hat schon. Ich sehe, wo wir rein müssen. Da ist ein Loch. Man hat schon genügend Luft, um lang genug zu tauchen. Außer man verkackt's. Dazu bin ich auf jeden Fall fähig. Da. Einmal. Was war denn da? Ey, eine Laterne, sehr geil. Und da drüber? Eine Flare. Flare. Okay, und links. Ist nichts mehr? Okay, dann war's das. Okay, raus da. Schnell raus hier. Jetzt aber raus hier. Schwimmen unserem Eimerchen hier rum. Aber ich würde sagen, wir gehen noch einmal runter und gucken noch mal. Vielleicht haben wir keinen Platz mehr. Das ist ja nicht so schlimm, aber dann wissen wir, hier ist noch was und können später wiederkommen. Jetzt schwimmen wir mal so ein bisschen drumherum. Also hier waren wir gerade drin. Waren wir gerade, ja. Vielleicht kann man ja auch in den Bug des Schiffes oder so. Vielleicht ist da irgendwo ein Loch, wo man durchschlüpfen kann. Ja, ich wollte die Idee. Aber es sieht so aus, als wäre hier nichts weiter. Aber ey, immerhin, wir haben eine Laterne. Das heißt, wir müssen, um Licht zu haben, kein Feuer mehr machen. Richtig. Was sehr praktisch ist. Ich hätte noch Licht anzünden können. Boah, Fett brennt nicht so gut, es tut mir leid. Also ich finde es sehr respektlos von dir, dass du ständig dicken Witze machst. So dick bin ich gar nicht. Mach keine dicken Witze. Ja? Ich mache Witze über dich. Ja? Ich mache ja auch keine Witze, weil du so hässlich bist. Ich bin nicht hässlich, ich sehe bloß anders aus. Nee. Besser. Nee, du bist schon hässlich. Okay. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Ich gucke ja selten hin. So, wo waren wir? Da hinten ist unser... Oh. Wenn ich zu dolle schreie, dann müsst ihr es sagen, aber gut. Schreibt es in die Kommentare. Ja, oder gut. Auch nicht. Die Laterne würde ich sagen, stellen wir ins Haus. Na? Ja. Macht Sinn. Auf unserer Terrasse. Ja. Kuh. Das war super hingestellt. Ja. Echt? Wie öffnen wir... Kann man die hinstellen? Oh, es klappt. Doing. Das ist eine Art mit Solar. Das ist natürlich sehr praktisch. Ist sie mit Solar? Ja. Mach die nicht kaputt. Ich glaube, die kann man nicht kaputt machen. Mach die mal an. Obwohl, da warten wir bis Nacht. Wir warten, ja. Jetzt kannst du das andere Zeug noch da eigentlich hinlegen und dann... Na gut. Jetzt können wir die restlichen Palmen. Mit dem Wasser, mit dem Eimer kann man Wasser abkochen, das weißt du? Ja, das weiß ich. Obwohl es eigentlich Blödsinn ist. Ja. Salzwasser abzukochen, aber gut. Was steht da? Halt mal nochmal drauf. Das ist eine Flare, damit kannst du Licht machen. An Energy for Code Save Your Life or Scare Away Predators. Richtig. Da gibt's Predators. Ja, jetzt habe ich das aufgesammelt. Sorry. Das ist nicht so entspannend. Mir ist scheißegal, du da vor. Entschuldigung, ich war gerade aus der Rolle. Cool. So. Okay, ich würde sagen, wir fällen mal ein Bäumchen. Ja. Denn das wäre ein Träumchen. So. Meine lieben Liebenden. Ja. Was ich noch mal gerne sehen wollte. Was passiert, wenn man durchs Gemüsch geht? Kriegt man Kratzer oder so? Das würde ich sagen, versuchen wir mal ganz kurz. Es raschelt. Wir laufen hier noch mal so ein bisschen durch. Noch mal hier durch die Äste. Schauen wir uns noch mal den Arm an. Und wie wir sehen, auf der Hand ist es mehr, oder? Ja, ich weiß nicht. Es kommt aber aufs Licht an, glaube ich, auch ein bisschen mit. Okay. So, dann fallen wir mal eine Palme. Immer die große Palme. Rechts da war schon eine große. Ah, die große hier hinten? Ja. Ich finde es blöd, dass man so eine Bäume nicht fällen kann. Ja, das wird das so sollten sie vielleicht noch machen. Und ich finde, man hat so wenig natürliche Feinde hier. Ja, also ein einziger Feind ist im Grunde genommen ein Hai, wenn man nicht doof anstellt, und der Hunger und der Durst. Ja, also ich finde, so sollten noch Tiere. Oh, was ist denn hier? Hotspot für Kokosnüsse. Da würde ich sagen, erstmal einsammeln, was wir können. Damit was geht. Bevor die Dinger vielleicht respawnen oder so. Aber ich glaube, die bleiben liegen, ne? Ja, die müssten eigentlich liegen bleiben. Ja. Außer es kommt ein ganz blöder Bug und dann sind die weg. Mhm. Und von Bugs gibt es in diesem Spiel noch genügend. Bugs sind, das sind doch diese Riesenkakerlaken, oder? Das ist ein Insider. Den kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Das ist ein Insider. Wer von euch schon ein bisschen älter ist, so wie ich, ein bisschen... Auch ja, er will gerade irgendwie nicht.
Muss mit der Maus drauf. Jetzt geht's. Wer von euch ein bisschen älter ist, der weiß, was ich mit Bugs und Kakerlake meinte. Und zwar den Film Starship Troopers. Ist ein ziemlich schlechter Actionfilm, aber er ist eigentlich so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Das ist, glaube ich, von 1993, ja, 95, so in dem Dreh. So, das ist voll. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal hier unseren kleinen Hexenbesen mit und reiten drauf los. Yippie! Ja. Es gibt ja auch noch so einen Bug, dass man, wo muss ich lang? Du warst schon richtig, so. Es gibt ja auch so einen Bug, dass man mit der Palme unendlich weit hoch in die Luft kann. So wie hier gerade. Das war nicht beabsichtigt. Das Problem ist, das Runterkommen wieder. Also ich kann die Palmen hochklettern, obwohl sie nicht mehr verwurzelt ist an der Erde. Schieb erstmal die Krabben weg, ist okay. Ach. Ich bin bestimmt voll gemobbt von dir. Okay, einer ist tot. Ja, der Kummerkasten steht da drüben, da können sie gerne eine Beschwerde einreichen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir bauen unser Häuschen fertig. Aber wir mal gucken, wie viel wir noch... Oh, es geht. Ja, okay. Voll okay. Ja. Wir bauen unser Häuschen fertig. Und ein Bett vielleicht noch. Ja, mal sehen, Bett vielleicht. Wie lange nehmen wir schon auf? 10 Minuten haben wir jetzt, 10 okay. Haben wir noch. So bis 20, ungefähr 20 Minuten nehmen wir auf. Mehr will hier auch gar keiner sehen. Nee, das kann man gar nicht zumuten. Nein, auch gar keiner. Oder bei Facebook. Oh nein, das ist angelassen. Ja, das ist heute sehr. Das war mein Facebook. Ja, ja. Das ist heute eine sehr spontane Aufnahme. Ich muss mir auch gerade nochmal einen frischen Schlüpfer anziehen. Oh ja. Ja. Deswegen, wenn das heute ein bisschen durcheinander vorkommt. Ein Stein müssen wir aufheben. Wenn es heute ein bisschen durcheinander vorkommt, dann ist das gewollt. Ja. Ja, wir müssen noch einen Stein aufheben, richtig. Aber haben wir ja noch. Ja. Ja. Im Grunde genommen die Krabben, soll wohl. Ah, wo wir es gerade sagen. Ja, die Axt ist kaputt. Gut, dass wir schon Dings hier haben, Stickies. Haben wir noch eine Lashing da? Ja, und zwar hinten am. Nimm direkt mit dem Messer ein paar mehr mit. Bist du die Kokosnüsse losgeworden einfach? Nee. Dass du Lashings mitnehmen kannst, viele. Ja, scheiß drauf. Doch, da ist noch Platz. Ja, warum konnte ich gerade keine Kokosnüsse mehr aufnehmen? Ach, weil ich die Axt noch im Inventar hatte, jetzt nicht mehr, weil sie kaputt ist. Ja. Ach, Potatoes liegen hier auch noch, sehr gut zu wissen. Irgendwo. Lashing hinter dir war die. Lagen hier Lashings. Lagen hier Lashings. Da rechts und hier rechts. Da. Ja, ja. Also da ist die Linie. Ich glaube nicht. Nee, dann war es bei der Links daneben. Da hinten? Ja, war es bei der Pflanze. Bei der Pflanze? Ja, dann ist sie. Also zwei noch mit. Ja. Nee. Habe ich ja schon? Ja. Nee. Dann musst du das Messer nehmen. Nein, da lag noch zwei auf der Erde. Hast du eigentlich noch zwei? Nein, das nicht. Siehst du. Soll ich noch welche gleich bauen hier? Ja, wir machen mit lang. Kleine Palme, es tut mir leid. Da liegt noch einer. Was? Ja? Ah. Ich bin ein bisschen blind. Ist nicht schlimm. Aber das machen wir den Bruder auch. Dein Mauspad löst sich hier gerade in zwei Teile. Ja, ich brauche ein neues. Ich glaube auch. Es ist so eine kleine Insel und ich verlaufe mich tatsächlich. Das ist Wahnsinn. Ist das verrückt? Ganz verrückt. In der nächsten Folge könnte man dann vielleicht mal gucken, ob man auch mal eine neue Insel bekundschaftet, um einfach zu gucken, ob es da anderes Zeug gibt, wie... Mit Sicherheit, das ist eine gute Idee. Wie... Hey, halt. Zeugs. Nein, das war die Person. Ja. Wieso kann ich nicht? Was ist das? Ha. Teufelswerk. Verrückt. Total verrückt. Cool. So, jetzt. So, und zwar eine Axt. Ja. Yeah. Ich glaube, wir haben ja einen richtigen Hammer, ne? Ja, wir haben einen gefunden. So, dann kannst du mal das Zeug wegpacken, würde ich meinen. Ja, auch die Kokosnüsse und so, ne? Wir müssen es mal. Kokosnüsse dahin? Genau. Obwohl ich eigentlich besser finden würde, wenn die Kokosnüsse hinterm Haus liegen hier. So. Wir rollen die auch gar nicht weg. Packen hinter das Haus, die anderen packen wir da später hin. Und dann ist gut. Ich finde das mal. Ja, die rollen überhaupt nicht weg. Bam. Ich war voll schnell. Wir hätten es auch ins Boot packen können. Ne? Ja, die müssen wir weiter weg. Ja. Komm her, du kleine Kokosnuss. Meine kleine Kokosnuss. So, Freunde der Sonne und der Nacht und des Gefechts. Die Axt mitnehmen? Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt nochmal Palme holen. Ja, hier müssen wir einfach die andere Palme auseinandernehmen. Ich habe noch nicht. Hast du noch einen? Nein, ich habe keine Ahnung. Ah. So schnell sind wir doch auch nicht. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Bam.
Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet bis jetzt. Vielleicht habt ihr es ja schon selber gespielt. Vielleicht könnt ihr uns noch ein paar Tipps geben. Und ja, seid nicht so hart mit uns. Ne? Wir spielen das auch nicht so oft. Wir spielen es auch nur, wenn wir aufnehmen, weil man kann ja keine zwei Spielstände machen. Guck mal, da leuchtet schon. Ah, es leuchtet schon. Stell dich am besten mal zum Holz. Kannst du die Hand nehmen? Legst du mal hin. Es spukt auf der Insel. Okay, Entschuldigung. Ich lasse sie kaputt, bitte. Lass sie nicht kaputt. Kannst du sie in die Hand nehmen? Was hast du hoch? Kann man es anpassen? Achso, weiß ich nicht. E. Guck, dunkel. Hand. Haha! Wie geil ist das denn bitte? Das ist sehr cool, muss ich sagen. Sowas fehlt zum Beispiel in Minecraft. Das stimmt. Sowas fehlt schon immer in Minecraft, ja. Was ich mich frage, kann man damit, wenn sie dann kaputt ist? Mach einfach. Aber hier ist kein Dings, dass sie kaputt geht. Also nicht wie bei der. Wir machen einfach mal, drück mal Escape. Escape? Ja. Safe Game. Ah, gute Idee. Yes. So, und jetzt gehen wir schwimmen. Also die Lampe hat ja keinen Energiebalken. Hat einen Hammer und eine Axt auch nicht einmal. Nein? Mhm. So. Deine eigene Gefahr hier. Vor allem, wir gehen jetzt im Dunkeln ins Wasser. In die Haie und so. Wenn Nase juckt, entschuldige. Man kann ja sehr weit rein, laufen. Da laufen wir echt mal ein bisschen schneller. Okay, man kann damit unter Wasser auf jeden Fall tauchen. Sieht halt echt total wenig, aber es funktioniert. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding noch heil ist. Okay, es geht. Und es geht auch nicht kaputt unter Wasser. Mhm. Coole Lampe auf jeden Fall. Gibt's für 3,99 bei Ikea. Aber auch nur mit dem Gutschein. Der kostet aber 12 Euro. Den müsst ihr euch vorher kaufen. So, ich packe das schon kacke. Das ist deine Teufelswerk wieder hier rein. Ja. Und versuche es auch hinzustellen. Schon hin. Stell ihn. Oh, ich habe echt Gefühl im Finger. Entschuldigung. So, jetzt ist natürlich duster hier. Ne? Ja, stell die Lampe doch da zum Holz. Ja, du hast gesagt, ich soll sie hier reinstellen. Ich habe gesagt, soll sie hinstellen, aber nicht hoch. Oder legst sie da hin, oder? Keine Ahnung. Ich versuche sie auf die Krabbe zu legen. Damit sie ins Wasser wandert. Auf die Krabben zu mobben. Ein böser Krabbenmobber. So. Wir brauchen für eine Wand 8 Sticks. Da haben wir, glaube ich, erst schon mal schon geschwunden. Ne? 8 oder Sticks. Oder wir bauen uns mal ein Bett. Warte, halt mal da drauf. Ich finde das mit dem Bett, ganz ehrlich, ich finde es überbewertet, weil wenn man. Das müssen wir auch bald was essen. Wenn man ein Bett baut und aufwacht, hat man mega Hunger. Ist zwar realistisch, aber im Grunde genommen hat man eben noch keine Feinde, dass man hier nachts schlafen muss oder sowas. Also ich finde im Bett ein bisschen. Ja. Zumal man es immer noch nicht ins Haus stellen kann. So. Das kommt leider dazu. Was Blödsinn ist, weil wenn es regnet, dann bin ich ja im Haus im Bett und nicht draußen. Ja. Im Grunde genommen. Ja. Bringen wir das ganze Zeug einfach mal ins Haus, aber die ganzen Sticks da rein. Warum willst du ins Haus bringen? Weil wir die Wände bauen können. Können wir doch auch hier machen, oder? Wir müssen die am Haus liegen. Weiß ich nicht. Wie machst du damit machen mit dem Hammer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, mit dem Hammer, ja. Ah ne, halt andere Taste. Ja, Wall, siehst du. So, du musst aber halt auch genau da reinhalten. Ja, ja. Das kriegen wir auch schon hin. Wenn wir mal schauen. Mach mal die Seite würde ich offen lassen. Ach ja? Das da würde ich zumachen, wo das Rad steht. Das hier? Das rechte Fenster. Okay. Das würde ich zumachen. Das hier vor mir meinst du? Oder das ist ganz rechts? Das. Das hier? Ja, genau das. Du musst auf die Maus, um das reinzupassen. Achso, ja. Ja, ich bin halt nicht so ein begabter PC-Spieler. Ich mache das nicht so oft. Hier ist es. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir wieder 8 Sticksätze. Ja, da liegen schon 4. 2, 3, 4, 5, 6. Ha, 7. Der Teufel sitzt im Detail. Nein, geht nicht. Ah, schade. Es sind, oder habe ich noch welche im Inventar? Nee, müssen wir eine Palme holen gehen. Dann müssen wir eine Palme holen. Ah, gut, dann holen wir jetzt mal diese Palme, machen noch die Wand und dann. Kommen wir langsam zum Ende. Ja, in der Folge ist jetzt nicht unbedingt so viel passiert, aber wir haben immer eine Lampe gefunden. Ja. Was auch schon mal viel wert ist. Und eine Flare. Und eine Flare. Und einen Eimer. In der nächsten Folge können wir mal versuchen, Wasser abzukochen, damit das Salzgehalt im Wasser noch mehr wird. Richtig. Ja, aber hey, würde mich nicht beschweren. Ich meine, die zwei Entwickler und dafür ist ein ziemlich cooles Spiel schon. Ja, auf jeden Fall. Damit kann man auf jeden Fall nicht meckern. Nein. Wer es sich kaufen will, sollte es jetzt tun, bevor es komplett fertig entwickelt ist, was zwar noch eine Weile dauern kann, aber jetzt ist es halt günstiger. Wenn es fertig ist, wird es erfahrungsgemäß teurer sein. Garantiert. Kann man schon mit einem 10er Aufschlag rechnen. Ja, richtig. Oh, hämmert aber lange hier. Ja. Aber warum? Es bewegt sich auch nichts. Irgendwie. Nee, irgendwie nicht, ne? Beweg dich mal weg da irgendwie. Komisch. Das ist eine Palme, oder? Warum geht die nicht kaputt? Ich weiß es nicht. Hack die mal woanders an. Ich hack sie woanders an. Du gehst an der Palme gerade nach oben. Oh, ich gehe auf die... Du nimmst einfach eine andere Palme. Nee, warte mal. So ist es, ne? Jetzt geht's.
War das? Ah, ich glaube, das war, weil ich auf der Palme drauf war. Ja, man sollte nicht eine Palme fällen, auf welcher man steht. Weisheit fürs Leben. Boah, ja. Wieder mega viele Kokosnüsse. Sehr, sehr geil. Also verhungern werden wir definitiv nicht. Ja. Wenn, dann werden wir durch Blödheit sterben. Richtig. Weiß ich jetzt schon. Sieht alles ein bisschen durcheinander aus. Wir müssen in der nächsten Folge mal ein bisschen aufräumen. Kein Problem. Ja? Also wir bauen jetzt noch dieses, die eine Wand. Vielleicht noch ein Dach. Wie lange nehmen wir schon auf? 15 Minuten. 15 Minuten? Na, wir schauen mal. Ja, circa. Jetzt circa 19 Minuten gerade. Okay, das geht noch. Also, da läuft Mr. Krabby rum. Na, die Krabben haben es jetzt ziemlich Glück mit uns. Wir fressen sie nicht auf, weil... verdammte Axt. Verdammte Axt, genau. Wir fressen sie nicht auf, weil sie einfach zu lange zum Grillen brauchen. Und es ist einfach mega langweilig. Im nächsten Patch wurde halt schon gesagt, dass die wahrscheinlich mehr Leben bringen sollen, dass es sich auch lohnt, die so lange zu braten. Dass sie mehr essen und mehr trinken. Wir müssen gleich mal gucken, wie lange wir schon überleben. Auf der Survival-Uhr steht nämlich drauf, wie viele Tage wir schon überlebt haben. Guck mal, wie spät es ist. Und zwar 2 Tage. Ach da, 2 Days Survival. Ja. Genau. 2 Tage, immerhin. Gut, dass man natürlich auch so eine Uhr anhat, wenn man mit einem Flugzeug abstürzt. Ja, unbedingt immer so eine Uhr anhaben, wenn man mit einem Flugzeug abstürzt. Ja, also wenn ihr wisst, ihr fliegt morgen mit dem Flugzeug und ihr stürzt ab, wenn ihr das schon vorher wisst, macht euch eine Uhr. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, so. Und dann braucht man nur einen. Eigentlich schon, ne? Müsste eigentlich... Ja, einer. Cool. So. Die Hammer. Okay, wir brauchen mehr. Wir brauchen Blätter für die Dings. Ja, haben die hier vorne zwischen, ja? Ja. Escape. Ja. Oder so. Klar, wie viel denn? Ich weiß nicht, da nehmen wir die mit. Der alte Amiga-Sound von früher, wer es noch kennt. Ich schmeiß mal die Taschenlampe eben weg. Packen wir mal hier hin. So. Eben haben wir noch eine gebaut. Ja, ich schaue trotzdem einfach mal ins Rezept, um es zu wissen. Foundation. Da fehlt ein Dashing, ne? Kann das sein? Nee. Doch, glaube schon. Du packst mal dazu. 4 Stöcker, 2 Palmwedel. Ja. 4 Stöcker und 2 Palmwedel. 2 Palmwedel? Hast du noch einen liegen? Das ist die Axt. Oder den Hammer. Ach ja, richtig. Hast du 2 Palmwedel oder 1 Palmwedel? Ich weiß es gerade nicht genau. Das ist wahrscheinlich nur ein paar Meter. Eingenommen oder noch 2? Haben wir 2? Es ist auch so dunkel hier, man erkennt es wirklich schlecht. Im späteren fertigen Video wird es wahrscheinlich noch schlechter zu erkennen sein. Ja. Ach Mensch, ich muss da den Hammer nehmen. Man hört, der Hai ist da. Aber es geht trotzdem nicht. Warum geht das nicht? Hast du den da drauf geschmissen, den Hai im Video? Der liegt hier. Guck da. Wir gucken mal. 2 Palmwedel. 4 Sticks. 4 Sticks? Hä, wieso nur 4 Sticks? Sicher? Und eine Foundation. Und das hast du vielleicht in der Nähe vom Ausbauen? Nein, wir haben ja genau in der Stelle vorhin auch gebaut. Es stand 4 Sticks. Wieso 4 Sticks? Braucht man noch 8 Sticks, hast du mir eben erzählt. Dachte ich auch. 4 Sticks pro Wand. 2 Palmwedel. Und, ja, war das Fundament, aber... ja, vor allem das Fundament. Dann packst du mal alles zum Fundament. Okay. Nee, nicht anzünden. Nein, ich will das doch nur wegpacken, damit wir... Das ist immer noch. Ach, haben wir 2 davon? Ja. Ach so. Und schlau. Ich sag das nicht so laut. So. Haben wir im Inventar? Hab ich jetzt alles? Ja, hast du. Hab alles. Ach, jetzt wird es trotzdem wieder hell. Jetzt sieht man auch wieder was. So, jetzt pack ich das hier hin, ja? Genau. Okay, Am besten packst du es ins Haus, aber das kannst du auch daneben packen. Ja, das ist okay. Hier 2 Palmwedel einfach nur daneben. So. Ach. Mehr möchte ich gar nicht hinkriegen. Okay. So, und jetzt nimmst du einen Hammer und machst eine Wand drauf. Dann magst du vorhin vielleicht ein ganz kleines Stück mehr ran. Okay. Ich hab gut gesagt. Dann machst du jetzt die linke Wand dazu. Links. Links? Links. Du hast doch vorhin gesagt, die soll offen bleiben. Ja, ich meinte die andere da. Ja, das ist aber rechts. Hier ist links. Das ist links. Du, ja. Jetzt ist egal, wo du es mal vorne zu. Ja, ist schon. Dieses Mikro, wir müssen uns das einfallen lassen mit dem Mikro. Das ist,
guck ich mal hier die Geschichte. Es geht nicht. Ich werde zurück, das passt das. Jawohl! So, haben wir jetzt noch Sticks über? Sticks brauchen wir 4. Du hast was im Inventar. Haben wir noch genug für ein ganzes Ding noch zu legen? Wir bauen noch die eine Wand fertig. Okay, bauen wir eine Wand fertig, dann ist gut. Wir können noch ein Dach drauf machen. Schon mal. Ich würde sagen, wir machen da erstmal ein Dach drauf. Da haben wir schon mal einen Teil fertig, weil es regnet. Was brauchen wir für ein Dach? Das gleiche. Sicher? Da stand auch Roof, glaube ich. Ja. 4 Stöcker, 4 Palmwedel. Ja, haben wir noch. Upsi. 1, 2, 3, 4. So, und die Palmwedel noch zerlegen. Das machen wir noch fertig und dann war's das. Entschuldigung, ich habe da an deinem Bein gefasst. Ich habe gemerkt, dass du an meinem Bein gefasst hast. Hast dir wenigstens gefallen? Nee, es war nicht so erotisch, wie es mir... So. Wie viele Palmwedel? 4 Stück. 4. 1, 2, 3, 4. Mensch, ich bin begeistert, wenn das so passt. Bin ich ein Freund von. 1, 2, 3, 4. Ja. Boing, boing, boing. Roof, the roof, the roof, the roof is on fire. Ja, genau. Kennst du das? Ja. Von? So, ein Dach. Ein Dach, jetzt haben wir zumindest schon mal. Komm ich rein. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen kleinen Unterstand, falls es regnet. Genau, und darauf so, bleib mal stehen. Genau so ist toll. Ja. Jetzt drücken wir noch auf die 6, dann über leer. Ja, dann würde ich sagen, bis bald und. Zur nächsten Folge, Kommentare. Gute Nacht. Like. Babo. Alles, was ihr habt. Ciao. Ja. Und tschüss. Ciao.